Die Europäische Zentralbank ist ein wichtiges Instrument der Europäischen Union und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Sie bildet gemeinsam mit den nationalen Zentralbanken der einzelnen Staaten das sogenannte Europäische System der Zentralbanken, dessen Ziele und Aufgaben im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft festgeschrieben wurden. Es gibt zwei verschiedene Hauptziele, die von einer Zentralbank verfolgt werden sollen. Das erste Ziel ist die Preisniveaustabilität, welche dafür sorgt, dass große Schwankungen des Geldwertes vermieden werden. Als Zielgröße, um ihre Einhaltung zu messen, wird die Inflationsrate verwendet. Das zweite Ziel einer Zentralbank besteht in einer ausgeglichenen konjunkturellen Entwicklung des jeweiligen Landes. Dadurch soll einer Rezession, also einem wirtschaftlichen Abschwung, entgegengewirkt werden. Die konjunkturelle Entwicklung wird an der Kapazitätsauslastung der jeweiligen Volkswirtschaft gemessen. Die Zentralbanken verfolgen diese Ziele, indem sie den Preis für das verliehene Geld, also den Leitzins, erhöhen oder senken und somit Einfluss auf die Wirtschaft nehmen. Neben den Hauptzielen haben die Zentralbanken natürlich auch noch andere Aufgaben zu erfüllen. Die wichtigsten darunter sind diese: das Festlegen und Durchführen der Geldpolitik, das Durchführen von Devisengeschäften, die Verwaltung der offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten und die Versorgung der Volkswirtschaften mit Geld sowie die Förderung eines reibungslosen Zahlungsverkehrs. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da und schreib mir bitte in die Kommentare, was du aus diesem Video mitnehmen konntest, denn das interessiert mich persönlich.